Am Tag des Eises ließen es sich Jana und Tore Schölermann nicht nehmen, beim Finale der Ferrero-Eis-Deutschland-Tour in Düsseldorf vorbeizuschauen. Schließlich sind beide große Eisliebhaber. Das ist aber auch total schön, weil man kann Jana damit sehr glücklich machen. Mhm. So, dann kriegt sie immer so ein schönes Lachen aufs Gesicht. Und dann, also auch jetzt mit schlaflosen Nächten durch die kleine Maus, egal wie übermüdet ich bin, wenn ich dann mein Eis habe, dann ist alles gut. Die Kleine, das ist Töchterchen Ilvi. Und getreu dem Motto Sommer im Herzen, stimmen sich die beiden jetzt auf den ersten gemeinsamen Urlaub mit ihrem Kind ein. Es geht jetzt auf jeden Fall in die Berge. Zwei Wochen oder so, ne? Genau. In 2 oder 3 Wochen, ja. Das ist ja das Schöne jetzt, so das erste Mal mit der Kleinen irgendwie überall zu sein. Alles ist das erste Mal und das ist so, als würde man die Welt irgendwie neu entdecken. Aber natürlich ging es nicht nur um das eigene Eisvergnügen. Die beiden verteilten auch jede Menge Eis an die vorbeikommenden Passanten. Tore war begeistert, mit dem Coolbike den Menschen eine Freude zu machen. Macht ja sowas total Spaß. Das hat ja so ein bisschen auch was. Bei unserem Job ist ja das Schöne, wenn man auf der Bühne was macht und die Leute lachen, dann ist das ja auch schön für einen selbst. Und das ist natürlich so als Eisverkäufer, wenn man hier die Kids sieht. Und heute gratis verteilen. Ja, wenn man denen ein Eis gibt, also das ist schon schön. Aber ach so, macht sich heute. Aber sie können es vertragen. Aber es ist schön, es ist so. Tschüss. Schönen Sonntag. Gleichfalls.